Hallo, mein Name ist Paula. Ich komme aus Heidelberg und möchte Ihnen ganz kurz die Metropolregion Rhein-Neckar vorstellen. Die umfasst drei Bundesländer, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und in diesen drei Ländern werde ich Menschen besuchen, die mir vielleicht ein bisschen über die Region erzählen können. In Lorsch bin ich mit dem Landrat Matthias Wilkes verabredet, in Annweiler mit Herrn Hornbach, dem Vorstand der Metropolregion. Und in Waldmichelbach treffe ich eine echte Königin. Jetzt bin ich auf der Burg Trifels. Gleich treffe ich Herrn Hornbach von der berühmten Baumarktkette. Gleichzeitig ist er auch noch Chef von der Metropolregion Rhein-Neckar. Ich bin schon gespannt zu hören, was er mir zu erzählen hat. Hallo Herr Hornbach. Hallo Paula. Erzählen Sie uns doch bitte etwas über die Geschichte und die Entstehung der Metropolregion Rhein-Neckar. Ja, die Metropolregion Rhein-Neckar, die liegt ja auf dem Gebiet der ehemaligen Kurpfalz, die es schon sehr lange nicht mehr gibt, aber noch ihre Spuren hinterlassen hat und dafür gesorgt hat, dass die Menschen sich hier irgendwie dann doch zusammengehörig fühlen. Da es die Kurpfalz nicht mehr gab und wir jetzt auf dem Gebiet verschiedener Bundesländer liegen, hatten wir doch ein paar Schwierigkeiten und die haben dazu geführt, dass vor 7, 8 Jahren die Metropolregion Rhein-Neckar gegründet wurde durch den Staatsvertrag zwischen den Ländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Damit gehören wir jetzt wieder auch vertraglich zusammen und das ist gut so. Was macht das Leben hier aus? Ja, ich glaube nicht, dass es irgendwo eine schönere, bessere Region gibt zum Leben. Nicht nur, dass wir die tolle Natur hier haben, in der wir uns gerade befinden. Die Region hat eine ganz enorme Wirtschaftskraft. Sie bietet viele verschiedene Arbeitsplätze für ganze Familien und einzelne Personen. Und man hat alle Möglichkeiten für Bildung und Forschung mit über 20 Universitäten. Sind wir ganz, ganz toll ausgerüstet. Die Metropolregion Rhein-Neckar hat echt viel zu bieten. Sie hat 3 Naturparks, 3 Weltkulturerbe und sage und schreibe 21 Hochschulen, 40 international anerkannte Forschungsinstitute, 134.000 Unternehmen, darunter sehr bedeutende wie die BASF oder SAP. Insgesamt wohnen hier 2,4 Millionen Einwohner. Im Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar liegen die Großstädte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Aber zu denen komme ich später. Jetzt mache ich mich auf den Weg nach Lorsch, um den Herrn Wilkes zu treffen. Ich bin hier in Lorsch. Neben mir ist das Kloster von Lorsch, das Weltkulturerbe. Leider sieht es ein bisschen merkwürdig aus, da es renoviert wird und im Jahre 2014 neu eröffnet wird. Jetzt treffe ich Herrn Wilkes. Ich bin schon sehr gespannt, was er mir erzählen wird, denn er ist der Landrat. Guten Tag, Herr Wilkes. Schön, dass ich Sie hier treffe. Hallo Paula. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Was machen Sie denn in der Metropolregion Rhein-Neckar? Ich bin zunächst mal der Landrat für den hessischen Teil, für den Kreis Bergstraße. Und bin stolz darauf, dass Hessen auch bei dieser tollen Metropolregion Rhein-Neckar dabei sein kann. Ich habe vor 10 Jahren angefangen, 2003, mit Freunden und Partnern in Nordbaden und der Rheinpfalz diese Metropolregion zu dem zu machen, was wir heute haben. Und bin auch ein bisschen stolz darauf, dass wir das hinbekommen haben. Und was finden Sie so toll an der Metropolregion Rhein-Neckar? Es ist die beste Region Deutschlands und die besten Menschen, die hier leben. Die sind weltoffen und heimatverbunden. Die haben einfach Lebensfreude. Es ist der Punkt in Deutschland, wo es am schönsten ist zu leben. Und was genießen Sie so an der Metropolregion Rhein-Neckar? Ich genieße im Grunde genommen alles.
Ob das die Kultur ist, die Freizeit, das Zusammenleben, die tolle Verkehrsinfrastruktur, der größte Flughafen Kontinentaleuropas, unser Heimatflughafen in Frankfurt und natürlich die wunderbare Natur, die Weinbaugebiete. Im Grunde genommen alles das, was man zum Leben braucht. Ich glaube, dass die Menschen, die hier leben, das auch alle so sehen. Jetzt bin ich in Waldmichelbach, einem kleinen Ort im Odenwaldkreis, der sich ebenfalls in der Metropolregion Rhein-Neckar befindet. Gleich treffe ich Jana, eine echte Königin. Ich bin schon gespannt, was sie mir erzählen wird. Hallo Jana. Hallo Paula, herzlich willkommen in Waldmichelbach. Was machst du eigentlich? Ich bin die amtierende Odenwälder Apfelkönigin und repräsentiere den Hotel- und Gaststättenverband in der wunderschönen Landschaft des UNESCO-Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald und sein regionaltypisches Produkt, den Apfel. Wieso lebst du gerne im Odenwald? Ich habe das Glück, in einer Region zu leben, die für andere als Freizeit- und Urlaubsregion gilt. Wir haben hier wunderschöne Berge, Täler, Wälder, ganz romantische Häuser und Dörfer. Und wir können sehr viele Freizeitaktivitäten erleben, zum Beispiel Mountainbiken oder Wandern auf den Nibelungensteig. Aber auch für Ross und Reiter ist hier mittlerweile sehr viel geboten. Und das Beste ist, dass der Odenwald aus den Metropolstädten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg innerhalb kürzester Zeit erreichbar ist. Herzlich willkommen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir freuen uns auf euch. A warm welcome to all of you.